Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir sind hier noch auf Ios in Prodromos und wollen eigentlich jetzt so Tempest und dann hast du einige Aufgaben dir so vorgestellt, die wir machen können. Kannst du ja dann mal sagen, wenn wir auf der Tempest sind, was wir da vorhaben? Ja, das eine Shuttle suchen. Ja, das hier auf Ios irgendwo hin verschwunden ist. Wir wissen nicht genau, wohin. Die sind ja geflohen und es ist denen offenbar geglückt. Sind im Steigflug. Auch zu fliehen, wenigstens. Atmosphärenaustritt erfolgt. Ja, da wollte ich mal kurz gucken, ob wir die finden. Ja. Und dann Liam erstmal die Filme geben, damit wir das abgeschlossen haben. Alle ja. Systeme im grünen Bereich. Schön. Über Hawal und Aya nach Welt. Genau. So ist es erstmal angedacht. Da haben wir ja schaffen wohl natürlich nicht das meiste Folge. Zu tun. Mal sehen, wie weit wir kommen. Jetzt müssen wir erstmal Liam, da ist er ja schon. Mhm. Hallo, wir haben Filme für dich. Ich habe eine Kopie der Filmbibliothek der Nexus. Danke, ich gehe sie gleich mal durch. Ja? Das sind vermutlich alles landwirtschaftliche Lehrvideos, aber vielleicht ist ja auch was Gutes dabei. Ich halte sie auf dem Laufenden. Gut. Solche langweiligen Videos. Ja, und wir dachten, es wären Spitzenfilme, aber so 100 ja, jetzt gehen wir Jahre alte Situationskomödien. Ja, das wäre doch gar nicht so verkehrt, hä? Ja. Na gut, dann gucken wir jetzt mal nach diesem Shuttle, was da auf Ios verloren gegangen ist. Also das heißt, wo die Leute offenbar flüchten konnten. Die Frage ist halt nur, haben sie es geschafft und wenn, wohin sind sie dann geflüchtet? Gute Frage. Die Rechnung geht nicht auf. Ericsson. Ericsson, die Rechnung geht nicht auf. Die Rechnung geht nicht auf, Peter. Unter Pythias. Ah, da ist es. Ach, das war doch gleich, das war so nah, das hast du natürlich nicht sehen. Ja, das war zu nah. Auf die Idee bin ich gar nicht. Weil ich dachte mal, es hieß wohl auch so, die Rechnung geht nicht auf. Und das ist das Einzige, wo was stand. Ja, das stimmt. Ganz schwer machen das einen doch nicht. Zum ersten Mal in Helios eingeflogen. Das rüttelt wirklich jeden wach. Ich empfange etwas. Nee, null. Wir haben ja mehrere Ausrufezeichen. Fangen wir gleich mal hier an. Ja. Ich empfange etwas. Aha. Anomalie. Na gut. Ganz schön heiß hier. Hä? Was ist die denn? Hä? Klipp. Sonde unterwegs. Wir haben einen Krater. Ach. Element Zero. Spurenelemente. Ja. Oh, gut. Ist aber auch kein sehr freundlicher. Ich empfange etwas. Hallo Land. Naja, hallo. Sieht ziemlich gelb aus. Ja. Anomalie geortet. Aha. Minus 169 Grad Celsius. Das ist ein bisschen kalt, hä? Ja. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Aluminium. Kann man auch brauchen. Na klar. Ich empfange etwas. Habitat 7. Was? Hm.
Na, das klingt ja... Oh, mitten in der Geißler? Oh ja. Anomalie auf den Sensoren. Aha. 17 Grad Celsius. Sonde gestartet. Satellit entdeckt. Ach, aha. Guck mal. Unabsichtlich gestartet worden. Aha. Ja. Gut. Na schön. Ach. Also hier sind die wohl auch nicht. Der ist wohl irrtümlich gestartet, als war... Ja, ja. ...mit der Hyperion etwas. Gegen die Geißel gestoßen sind. Dann gucken wir uns den noch an. In der Schraubenbewegung. Aber ich nehme an, Carlo weiß, was er macht. Klar. Ah, Markland, hier ist nichts los. Ja. Ich empfange etwas. Nochmal? Wo? Hier. Aha. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Oh, ein E-Zero zerstört. Ein Hä? Ein Kettschiff. Zerstört. Ein zerstörtes. Aber nichts von Siedlern, ha? Kett-Trümmer. Sie weisen schwere Beschädigungen auf, die von einer E-Zero-Detonation zu stammen scheinen. Oh, ich hab's. Ein turianischer Fluchtvektor, richtig? Das ist ein weiterer ihrer Tricks. Sie nutzen ihren Treibstoff als improvisierte Minen. Aha. Unser Shuttle könnte also immer noch da draußen sein? Tja, offensichtlich. Wow, die Erde, was wir hier gefunden haben, du. Aha. Oh ja. Ja, irgendwo schon, aber die Frage ist wo. War aber clever. Haben sie sich gewehrt auf die Art? Ja, ja, aber ohne Treibstoffzellen sind die Systeme eines Kodiak-Shuttles nicht mehr funktionsfähig. Tja. Das sieht nicht so gut aus, hä? Nein. Vielmehr haben sie sich ihre Haut teuer verkauft. Aha. Ach. Buch, was haben wir denn jetzt? Noch eine Anomalie? Ich sag die Anomalie. Da hinten, auf da ist ja noch so was. Ja, da ist noch was. Ja, genau. Sonde gestartet. Anomalie gefunden. Trifft denn das Shuttle? Na, nix wie hin. Und ich wollte schon weg, weil er 100% angezeigt hat. Ach so. Aber Subi hat noch gesagt, Anomalie entdeckt. Da bin ich nochmal schnell zurück. Und das war wohl gut so, oder? Naja. Aber, keinerlei ja. Aktivität, Ryder. Aber, nein, ich empfange schwache Werte. Das sind Stasefelder. Prioritätsnachricht an den Nexus. Wir haben hier ein Shuttle, das geborgen werden muss. Mit Überlebenden aus Anlage 2 an Bord. Beständigkeit. Wir bringen euch nach Hause. Naja, sie haben sich hier Notfallstase-Signaturen, ja genau. Ja, sie haben sich ihre Treibstoffzellen abgeschmissen, ja. Um das Kettschiff zu zerstören. Das sie ja beschossen hat. Ja, mhm. Und dann haben sie sich wieder in die Stase-Kapseln gesetzt. Oh, war richtig guten Piloten. Clever. Anomalie auf den Sensoren. Nochmal? Noch mehr? Ist ja wirklich spannend hier. Wo ja. Denn? Da. Sonde unterwegs. Anomalie gefunden. Raumschiffwrack. Aha. Oh, ja, die Geißel. Also, hallo. Also man muss immer noch weiter gucken, auch wenn 100% gescannt angezeigt ja, ja. wird. In diesem Fall haben wir ja jetzt gewusst, dass wir, was sind das? Die verfangen in dieser... Das ist das Forschungsschiff, über das Dr. Eridana uns informiert hat.
Keine Lebenszeichen im Inneren. Das will sie mit Sicherheit erfahren. Ja. Tja, aber es wird sie mit Sicherheit nicht erfreuen. 7 Leute sind tot. Ja. Sie wurden sofort getötet. Wir können es nicht bergen. Oh je. Ja. Das steht auf jeden Fall, wissen wir jetzt Bescheid. Wenigstens damit haben wir den Auftrag schnell. Nämlich jetzt auch fast abgeschossen, wenn wir ihr Bescheid sagen, dann ist es abgeschlossen. Ja. Naja, das war ja okay, ganz interessant ein hier. Ein letztes Ken, nichts ja. mehr. Gut, sag nichts mehr. Okay, naja. So. Dann wollten wir nach Hawaii. Ja. Können wir da nicht direkt hinfliegen? Nee. Nee, wir müssen nur einen Weg machen. Wegen der Geißel vielleicht. Wer das weiß. Könnte sein, ja. Wird ja nicht gerade so toll aus. Na, ist wirklich schlimm, wenn man sich überlegt, dass es sowas gäbe, wenn es sowas gäbe. Aber die Idee ist ja nicht schlecht, dass es in diesem Spiel sowas gibt wie die Geißel. Ich glaube nicht, dass sowas. Aber keine Ahnung. Ach. Es gibt. Ist doch, macht doch irgendwie Spaß, irgendwo Fantasie walten lassen, die Fantasie walten zu lassen und sich irgendwelche Sachen auszudenken. Ja, und ja. Möglicherweise ist es sogar, übersteigt es ja noch jede Fantasie, was es wirklich gibt alles. Wahrscheinlich schon, weil wir können uns vieles gar nicht vorstellen. Was uns nicht irgendwie, ja. Alles, was uns völlig unbekannt genau. ist. Können wir gar nicht denken. Mhm. Wen nehmen wir denn jetzt mit? Gucken wir doch mal. Wir sind wen haben wir eingeladen? Da würde ich auf jeden Fall einen Joy mitnehmen. Auf Hawaii, oder? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Nehmen wir mal Pibi mit. Ja, oder Pibi von mir ist auch gerne. Klar, warum nicht Pibi? Ein Widerstandskämpfer und eine rebellische Gelehrte. Nicht übel. Ja. Wir treten in die Atmosphäre ein. Landezone in Sicht. Gut, wo müssen wir hin? Wir müssen... Da, Taldea. Hm. Na ja, da können wir gleich mal hier hingehen. Hm. Spart ein Stück Weg. Da lang. Ist irgendwie schon irgendwie lustig. Wir sitzen hier in so einem Raum, der ist recht warm im Augenblick, weil wir ja schönes Wetter haben draußen und hier drin ist es eben auch entsprechend warm. Und wenn man jetzt hier auf den Bildschirm guckt, dann fühlt man sich gleich ein bisschen kühler, ja? Durch dieses die Feuchtigkeit dort und so. Das ist einem irgendwie so simuliert, ne? Ja. Spürt man fast auch. Das ist natürlich... Ryder. Oh, was haben wir denn hier? Frau, die lebt hier ganz in der Nähe. Ja. Sie ist unsere beste Chance. Ja. Das kommt mit zurück zur Tempest. Genau, das müssen wir ja auch noch jetzt finden. Jetzt habe ich so, das leider ihr habt doch, die wohnt ganz hier in der Nähe. Und das ist unsere beste Chance, ja. Das war's für dich. Hä? Du hast es doch auch sowieso auf deinem Schirm, oder? Ja. Teil dir. Genau, es steht ja hier als unser Quest. Das ist okay. Danke für den Hinweis, aber das wussten wir sowieso schon. Also, hast du nichts versäumt. Cat! Wir müssen Todia beschützen! Gut. Cat? Todia, wir sind beschützen, wo da sind... Ja klar, die Cats sind doch überall, das weißt du ja. Oh, und jetzt geben sie denen auch noch so einen Namen wie Gesalbte oder sowas. Hey! Hey! So. Das ist wirklich gut, dieser kroganische Hammer. Ja, mit Hammer auf Kopf ja. ist immer gut.
Ja, naja, und nicht immer gut. Mit dem Kroganer. Müssen ja schon die richtigen Leute damit treffen, ja. Also, wäre ja schon nicht schlimm, wenn du jetzt zufällig jemand anders treffen würdest. So, und ja, hier scheint sie wohl. Mann, hier ist ja Munition ohne Ende. Ja, ja. Wir gehen davon aus, dass wir viel Munition brauchen. So, was ist das hier? Oh. Da liegt ein Cat. Ist das ein Cat? Oder? Oder ein Beschützer von Talia, der es nicht geschafft hat. Das kann hat. Natürlich auch sein. Eigentlich. Nee, das sieht nicht aus wie ein Cat, hä? Eben, sieht mehr aus wie ein Angara. Roker. Ist ein Angara. Sie sind im Kampf gestorben. Axul muss sie beauftragt haben, auf Thodia aufzupassen. Tja. Genau. Hab ich mir gedacht. Ja. Tja, werden wir ja sehen, ob es sie noch gibt. Verschlossen. Ich hebe die Verriegelung auf. Kommt sie nicht näher. Thodi, wir sind hier und helfen. Dreh dich um. Ja. Was soll ich denn hier scannen? Soll scannen, ja? Ja. Du kannst das auch später machen oder musst du das gleich machen? Weiß ich nicht. Hä? Ach, Axul war der Absender oder was? Ja. Na gut, dann sprechen wir mal mit so dir. Aus. Fassen Sie mich nicht an. Sie brauchen medizinische Versorgung. Für mich kommt jede Hilfe zu spät. Dafür habe ich gesorgt. Ihre Verletzungen. Sie haben sie sich selbst zugefügt? Die Kette. Ich kann nicht wieder dorthin. Oh Gott, die Arme. Ganz ruhig, Schwester. Sind wir zu spät, ja? Ja. Die Kette sind tot. Niemand wird sie hier wegholen. Das lassen wir nicht zu. Sie klingen wie er. So selbstsicher, so überzeugt. Sie meinen Axul? Er hat mich gerettet. Er gab mir die Chance, nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben und zu sterben. Wir müssen ihn finden, Thodir. Oh, es ist zu spät. Isharei, tapfere Seele. Tja, ihre letzten, genau. Sie war ihm bis zuletzt treu ergeben. Und Axul missbraucht diese Ergebenheit, um Hass zu säen. Das ist schlimm. Die einzige andere Person, die ihn erreichen könnte, ist die Moschei. Ein Grund mehr, sie zu retten. Kommen Sie, lassen Sie uns gehen. Ei. Da haben wir gehofft, dass wir jetzt weiterkommen, aber das war mal wieder nix. Was stand denn da jetzt? Ha? Warten Sie, bis Joel ein Treffen arrangiert hat. Ja. Gut. Jetzt gucken wir mal hier noch. Ach, Quatsch. Ein Scheiß, hä? Ja. Wir herrschen nicht über die Angara. Naja, das sind wie alle Leute, die so blind sind. Ja, ja, Fanatiker sind immer schlimm. Egal von welcher Sorte, ob religiös oder sonst welche. Das hat mit Religion wirklich nichts zu tun. Das kannst du nur als Vorwand nehmen. Also. Ja. Mehr sehe ich hier nicht. So. Hier noch irgendwas. Nee. Keine Ahnung. Ob es denn diese üblichen Solarstrahler? Scannen, damit sie weg sind, aber mehr nützt es uns nicht. Ah. Da ist noch was. Oh, das hat wenigstens noch Punkte gebracht. So, dann hat man hier noch was, und zwar hier.
Ah, ja. Da müssen wir... Och Mann, wo ist denn hier ein Kampf? Wie, was wohl ein Kampf? Wo ist denn eigentlich Peavy? Joel. Da ist Peavy. Ja, ich sehe hier aber gar keine Feinde. Und warum läuft Joel mit seiner Waffe durch die Gegend? Ich sehe hier keine Feinde. Ich auch nicht. Können wir jetzt vielleicht... Nö. Nee. Tja. Sehr merkwürdig. Dann gehen wir hier mal weg. Laufen wir mal ein Stück. Ja. Hier sind noch Überreste. Oh. Schrotflinte, Reservemagazin. Ich habe gerade gedacht, Schrottflinte, aber ich glaube, das war falsch. Ja. Oh, guck ja, mal. Ja, Nickel. Nickel. Mhm. Und hier ist noch was, auch nochmal Nickel. Und noch mehr Nickel. So, ist er jetzt immer noch im Kampfmodus. Aber jetzt haben wir auch einen roten Punkt übrigens. Und hier haben wir drei blaue Punkte. Und wir haben einen roten Punkt, den habe ich jetzt auch gesehen. Also, wahrscheinlich irgendwelche Tiere. Wo ist hier ein roter Punkt? Na, ich habe ihn gerade gesehen, als du in der Höhle warst. Wenn du in bestimmte Richtung geguckt hast, da war so ein roter Punkt. Ist ja jetzt auch sowas von egal. Nee, du kannst dich schnell. Nicht. Ich weiß es. Ich habe hier auch einen roten Punkt gesehen. Ach, und hier sind diese Relikte. Relikte, genau. Na gut, dann nehmen wir die mit. Vielleicht haben wir dann Ruhe. Ah ja, du hast jetzt Chris, oder? Ja. Hab ich. Das war ja auch wohl ein Baum, oder? Wann die nur Blätter? Oh, ja, ja, da kann man ja durchschießen. Da ist noch ein Beobachter. Ja. Gerade mit Joel beschäftigt gewesen. Naja, nachladen noch kannst du ja trotzdem. Oder was? Nickel. Hier ist ja wirklich der Nickelplanet. Aber ich würde nachladen. Ja. Schon dabei. Ich glaube, naja, da haben wir wieder zwei rote Punkte. Da haben wir ganz viele rote Punkte. Ja. Wahrscheinlich Rocker. Auf jeden Fall sind die alle unter uns. Es würde mich nicht wundern. Nee, das ist nicht so. Ich glaube, das war's. Ja, ich fahre jetzt nur eine, aber was ist das hier? Was ist das? Keine Ahnung. Nix. Halt. Ein Pilz. Leuchtpilze. Oh, hübscher Pilz. Nett. Aber hier haben wir ganz viele rote Punkte. Ja, das sind wahrscheinlich alles so kleine Tierchen oder so. Könnten auch. Die Ruinen von Raschels zu Hause, ja, klar. Wo waren wir ja? Hier ist ja auch so ein Baby. Wo schieß ich denn jetzt wieder hin? Ein, ja, wieder die, ja, also gut. Nein, nein, das ist. Ah, was machst du? Ich bringe mich in Sicherheit. Ah. Nicht wieder den Berg runterfahren und nicht wieder hochkommen. Nee, hier sind die Berge nicht so heftig. Okay, noch zwei Punkte. Mhm. Ein Balk, ach, das sind ja, Mann, hier kommen wir ja nie weg. Doch, wir kommen hier schon weg, aber nicht mit Schnellreise. Solange diese roten Punkte da sind, ist klar. Das sind wahrscheinlich Tiere hauptsächlich. Okay, dann setze ich mir mal irgendwas für die Richtung. Ja, da müssen wir ja hin. Mhm. Hier ungefähr ist die Brücke. Ja. Muss man notfalls über die Brücke, also erstmal nach Südosten. Ach, jetzt geht's. Na dann, aber nichts hier hin. Na, dann können wir gleich hier hin. Ja. Ist ja komisch, hä?
Hier haben wir rote Punkte, hier geht's. Und vorhin hatten wir keine und da ging's nicht. Vielleicht sind die nicht so groß. Ich habe keine Ahnung. Oder Joel hat aus Versehen seine Waffe weggesteckt. Das kann natürlich auch sein. Auch Leute. Was denn auch Leute? Auch die Relikte. Habe ich den markiert? Nein, habe ich jetzt nicht markiert. Okay, wir müssen eigentlich schnurstracks nach Norden. Aber dann müssen wir an den hier vorbei. Es hilft nichts. Ja, dann musst du halt umbringen. Man klingt irgendwie komisch, wenn man sagt, dass man jemanden umbringen, der eine Maschine ist. Ja. Wie schmeckt ihr da? Hey. Aber der ist keine Maschine hier. Nee, das war keine Maschine. Charlie. Ausstattung? Egal. So, wir sind hier. Dann müssten wir voll munitioniert sein. Doch schon wieder einmal von der Sorte. Ja, sie sind so groß, dass man sie ignorieren kann. Und ich laufe auch noch in die falsche Richtung. Ja, dass wir nicht allein sind, ist uns schon aufgefallen. Achso, du willst aber nach Norden laufen. Ja. In der Hoffnung, dass deine Freunde dir folgen. Ja, aber die kommen sehr blöde. Sie will was von mir. Ein Pfeifchen, ein Hammer. So, aber jetzt gib Ruhe. Nicht zu fassen. Was macht der denn? Guck, der fliegt. Ja. Der will die. Das war Pibi. Die fliegenden Fische da oben will er irgendwie will er kennenlernen. Aber leider Gottes hat er das nicht ganz geschafft. Im Moment sind keine hier. Sind wir hier einigermaßen? Ja, ein bisschen nach rechts halten. Bisschen rechtslich. Rote Punkte. Wenn sie dagegen ach, könnt. Das sind diese Schelmuris, diese Wanzen. Nur. Okay. Da ist der Schatten von so einem Fetzenvogel. Ich sehe ihn aber nicht. Das finde ich immer toll gemacht mit den Schatten. Ja. Was haben wir hier? Mach das nicht nochmal, das mag ich nicht. Ach, guck mal, da ist wieder so ein Ding hier, so ein Rilkor oder Rilkor. Ja, ich glaube, den haben wir schon. Den haben wir schon gescannt. Und die Halten habe ich genug, dass man sie gut scannen kann. Weil die vertragen schon Stiefel. Och, hier sind ja vielleicht viele. Okay, wir müssen dahin. Da ist der Eingang. Also da lang geht's. Das gefällt mir gut. Das sind nicht die roten Punkte. Die sind auf der anderen Seite. Dann können die beiden mit denen spielen. Ja. Okay, hier ist der Eingang. Jawohl. Ach, guck mal, da ist doch schon wieder sowas, was wir sammeln sollen. Ja. Das kommt mit zurück zur Tempest. Was ist denn hier? Ach, wieder so. Diese dummen Viecher. Alle erwischt. Naja, die wollen es einfach wissen. Ja. Nur sie wissen nicht, dass sie es wissen wollen. Und dass es ihnen absolut nicht gut tut. Nee. Ah, haben wenigstens ein paar Überreste mitgebracht. Ich sollte mal wieder nachladen.
Wir müssen irgendwie nach Norden und dann nach links. Hm. Ah, es könnte sein, dass wir schon dran vorbei sind, hä? Ja, es kann durchaus sein. Ja, es sieht fast so aus, als wären wir schon dran vorbei. Das muss auf unserer Ebene sein, irgendwie. Ja. So wie das aussieht. Hier, warte. Ach so, ja, Nickel, ja. Ich hab's gesehen. Und dann musst du da irgendwie nach links, oder wie? Da müsste so ein schmaler Gang sein. Mhm. Ja. Genau. Könnte hier ja, sein, auf jeden Fall, ne? Sagt er uns jetzt, wohin gehen. Also. Ja. Da nach oben. Nach oben, meinst du? Nee, er sagt rechts. Ja, aber da rechts ist die Wand. Aha, rechts nach oben. Also. Deswegen müssen wir wohl nach oben und dann nach rechts. Gut. Hier gibt's Gesundheit. Mhm. Ja, die kennen wir ja. Oh, ach so, wieder ein Solarstrahler. Ist erstaunlich, dass die nicht weggehen, obwohl wir die schon lange kennen. Es gibt auch schon lange keine Punkte mehr, aber müssen immer noch gescannt werden. Das sind die Loks, Kommunikationsloks. So, hier ist nichts zum Scannen, aber hier haben wir die Roka-Genforschungsdaten. Mhm. Halt, festhalten. Sam, was holst du daraus? Ich analysiere noch. Die Roka waren vor allem an Mutationen interessiert, die eine natürliche Umwelt vergiften. Wie lauten ihre Befehle für diese Daten-Pathfinder? Weil wir wollen sie ja doch irgendwie kopieren und dann löschen, genau, damit sie für die Roka weg sind. Ja, eben. Und unseren Forschern eben zur Verfügung stehen. Ja. Lade eine Kopie herunter und lösche dann alles auf dem Roka-Computer. Verstanden. Kopie erstellt. Löschen der Roka-Dateien abgeschlossen. Schließen wir die Sache ab und kehren wir zurück zu unseren Forschern. Sag mal. Okay. Was hatten die da eigentlich vor? Da wollten die ihre eigenen Welten zerstören, nur um... Ja, um den... uns auch mit dem Boden entziehen. Ja. Da wollten die ihre eigenen Leute. So, ist ja nicht so wichtig. Hauptsache, die Aliens sind ja, weg. Die haben nicht für die Zukunft gekämpft. Nicht und so die kämpfen fassen, nicht für ne? die Zukunft. Die kämpfen eigentlich nur aus Rache. Ja. Und da ist in der Zukunft, da gibt es eigentlich gar keine... Okay. Also keine Vorstellung von Zukunft haben sie. Also sie haben auch keinen zukünftigen Traum. Der einzige Traum ist, dass es keine Aliens mehr gibt. Naja. Und dann sind die nicht da, wenn er wäre. Und dann haben sie keinen Plan mehr. Ja, genau. Ist eigentlich auch so ein bisschen wie bei den Bähen. Wenn es keine Cat mehr gibt, ist er eigentlich auch überflüssig. Ja. Alles, was du tust, im Grunde ja Ketzer bekämpfen. Ah. Ist auch nicht gerade so toll. Was bringen Sie uns, Pathfinder? Ich wurde von Roka überfallen. Sie haben schädliche Mutationen untersucht, in der Hoffnung, sie gegen uns einzusetzen. Hoffentlich haben Sie Ihrem Treiben ein Ende gesetzt. Haben Sie Ihre Daten? Dürfen wir sie sehen? Hm. Ich habe die Dateien kopiert, bevor ich alles auf dem Roka-Computer gelöscht habe. Ich sende sie Ihnen. Sie könnten uns zumindest bei der Verteidigung gegen künftige Angriffe helfen. Ja, eben. Ich habe alle mutierten Tiere und Pflanzen gescannt, die ich finden konnte. Hoffentlich nützt das Ihrer Forschung. Wir werden beschäftigt sein, bis wir umfallen, was? Danke für alles, Pathfinder. Wir beginnen sofort mit der Arbeit. Die freuen sich, dass sie jetzt richtig toll arbeiten dürfen. Gut, und wir machen ja Schluss, wir arbeiten jetzt nicht mehr. Okay. Gut, bis zum nächsten dann Mal. Gehen wir dann, nächstes Mal kurz nach Eier und dann... Und dann? Nach Wöld. Genau. Okay, bis dann, ja. Bis dann. Tschüss.